Ja, dann begrüße ich Sie alle recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen den TSV GWD Minden. Endstand vor 5.394 Zuschauern 23:27. Ich begrüße den Gästetrainer Frank Carstens und wie immer hat er das erste Wort. Ja, schönen guten Abend. Nachdem wir in der letzten Woche einen sehr wichtigen Sieg errungen haben und so einen kleinen Mentalitätswechsel auch herbeiführen konnten im Team, war es für uns in dieser Woche sehr wichtig, dass wir das bestätigen, dass wir diesen Trend wirklich fortsetzen können. Dafür waren die Voraussetzungen heute nicht wirklich optimal. Wir haben eine Menge Ausfälle gehabt vor diesem Spiel von ganz wichtigen zentralen Spielern. Und ja, wie das manchmal so ist, ist dann der Rest wirklich zusammengerückt und hat und ist über sich hinausgewachsen. Ich glaube, wir haben heute ich würde sagen, die beste Leistung gebracht, die wir in dieser Saison bisher abgeliefert haben, was alle Aspekte des Spiels angeht. Wir hatten eine fantastische Torwartleistung, die uns vor allen Dingen in der ersten Halbzeit getragen hat und auch ins Spiel zurückgebracht hat, denn Erlangen konnte sich relativ leicht absetzen, konnte auch relativ leicht Tore erzielen zu Beginn. Und über die Torwartleistung von Kim Sonne sind wir dann tatsächlich auch ins Abwehrspiel gekommen, konnten dann Bälle gewinnen und haben über 60 Minuten im Grunde sehr gut angegriffen in der zweiten Halbzeit, das auch nochmal gesteigert, sehr, sehr gut über den Kreis gespielt und man sollte immer Leute herausreden, vielleicht nach so einer Leistung, ich kann es gar nicht, weil eben ganz viele Leute heute sehr viel richtig gemacht haben. Und dann sieht man, was aus so einem Team dann auch herausgeholt werden kann. Erlangen war uns klar, dass das eine super schwierige Aufgabe werden würde, weil sie einfach auch in hervorragender, herausragender Form sind und sehr gute Leistungen bis hierher geliefert haben. Und wir sind heute sehr stolz auf das, was wir abgeliefert haben. Vielen Dank. Robert, wie hast du die 60 Minuten gesehen? Erstmal schönen guten Abend. Glückwunsch zum Sieg, Frank und GWD. Ich finde, die haben auch heute verdient gewonnen zum Schluss, wenn man das Spiel sieht. Was passiert heute? Ich finde, wir kommen trotzdem, wie Frank gesagt hat, gut ins Spiel rein. Wir haben sehr oft ein bisschen Probleme mit Mindener Abwehr gehabt, aber ich finde, am Anfangsphase, wir haben ein paar Spielsachen rausgespielt, Lücken gefunden, einfache Tore gemacht. Das steht 4-2 nach 5 Minuten. Nach 10 könnte es eigentlich auch 7-2 stehen, finde ich. Dann verwerfen wir ein paar vom Kreis, 3 von 4 von unserem Umschaltungsspiel. Und danach, nach 15 Minuten, geht Minden erstmal in Führung und dann laufen wir immer hinterher. Und was danach passiert, in unser Spiel, in unsere Köpfe, das kann ich jetzt so nicht sagen. Ob wir glauben, ja, wir drehen das oder das war einfach so ein Tag, wo sehr, sehr viele Spieler von uns nicht den Tag haben. Kann auch passieren, müssen wir darüber reden, ein bisschen analysieren. Und dann laufen wir einfach nur hinterher. Wir kriegen keinen Zugriff im Angriff. Einzige, der ein bisschen Tore machen und gut spielt heute, finde ich, ist Teilinger. Aber sonst haben wir nur Probleme. Wir kriegen nicht Ball weiter, keine Bewegung, keine Lösungen. Und dann ist es schwer und da bestrafen wir uns auch. Und die machen das auch gut im Angriff. Da kriegen wir auch Abwehr okay, aber nicht, dass es für einen Sieg reicht wie heute. So, das war einfach kein gutes Spiel für uns, passiert halt. Jetzt ist natürlich wichtig, wie man da wieder rauskommt. Und daran arbeiten wir bis zum nächsten Wochenende. Danke. Robert, der sportlichen Leiter der GWD Minden von Behrendt, wie sieht Ihr Statement aus? Ja, guten Abend. Ich bin natürlich extrem froh, dass wir es jetzt auch mal geschafft haben, die Leistung zu bestätigen. Letzte Woche war Leipzig ein sehr wichtiger Sieg für uns und eine extrem starke Leistung. Heute konnten wir daran anknüpfen, auch auswärts. Man hat heute eine Steigerung bei uns gesehen. Wir haben ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen bekommenen Gegenstoßtoren und aus zweiter Welle und selber erzielten. Das war immer unser Schwachpunkt in dieser Saison. Das war eines der Hauptgründe dafür, dass wir heute das Spiel letztendlich auch dominiert haben nach dieser Anfangsphase mit einer starken Abwehr, mit einem starken Torhüter. Ich finde, Frank hat einen sehr guten Job gemacht, als er
die Mannschaft auf Erlangen vorbereitet hat. Wir hatten viele Rückschläge jetzt, aber da sieht man auch, wir mussten viel improvisieren letztendlich durch die kurzfristigen Ausfälle. Ein Oliver Tesch, Marian Michalczyk, der auf einmal im Innenblock decken musste und das sehr gut gemacht hat. Ein Freimann, der dann vor dem Angriff wichtige Akzente zum Schluss gesetzt hat. Also es war einfach eine mannschaftlich geschlossene Leistung. Und darauf kann diese Mannschaft stolz sein. Und das bedeutet für uns jetzt ein wenig mehr Sicherheit beim Kampf um den Klassenerhalt. Ja, und die Mannschaft hat sich jetzt im nächsten Spiel zu Hause gegen Flensburg einfach eine volle Halle verdient. Denn das war schon sehr ansprechend heute und damit können wir sehr, sehr zufrieden sein. Vielen Dank. René, wie sieht dein Fazit aus? Ja, schönen guten Abend. Auf meiner Seite natürlich Glückwunsch an Minden. Der Sieg geht natürlich völlig in Ordnung. Minden hatte eine wesentlich aggressivere Abwehr. Sie waren wesentlich effektiver im Torabschluss. Alles Aspekte, die uns heute leider gefehlt haben. Ich denke, über sportlich allgemein muss man auch gar nichts weiter reden. So wie man in Minden, glaube ich, kaum jemanden hervorheben kann, weil alle einen überragenden Tag abgeliefert haben, hatten wir kollektiv einfach einen schwarzen Tag. So Sport, das muss man einfach mal so hinnehmen. Wir werden natürlich unsere Rückschlüsse daraus ziehen und wie in der Vergangenheit auch gestärkt daraus hervorgehen. Deswegen denke ich, ist es der völlig falsche Ansatz, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. Wir haben bis zu diesem Tag hervorragende Wochen hinter uns, tolle Spiele abgeliefert. Deswegen ist es jetzt einfach mal so, dass wir mal auch eins vergeigt haben im wahrsten Sinne. Das passiert. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich daran hart arbeiten. Ich habe im Vorfeld gesagt, GWD Minden ist sehr gefährlich. An einem sehr guten Tag können sie eine überragende Leistung abliefern und uns hier wirklich Probleme bereiten. Das haben sie heute geschafft. Dementsprechend haben wir heute nach der Anfangsphase nicht mehr wirklich den Zug zum Spiel gefunden und durch viele frei vergebene Chancen uns selber nervös gemacht. Und nichtsdestotrotz aber auch wissen wir um unsere Stärke und wissen, dass wir in den letzten Wochen oder den gesamten Saisonverlauf bisher eine überragende Runde spielen. Und da lassen wir uns jetzt nicht durch ein Spiel so einen Dämpfer verpassen, sondern wir werden nächste Woche in Coburg wieder angreifen und zeigen, dass wir da eine entsprechende Reaktion zeigen können. Vielen Dank. Danke, René. Zeit für Ihre Fragen. Bitte kurzes Handzeichen. Dann kommt das Handmikro. Christoph Benisch, Nürnberger Nachrichten. Robert, war es vielleicht diese Favoritenrolle, die Mannschaft im Kopf nicht umsetzen konnte? Kann sein. Aber ich glaube, dass das auch nicht. Das hat ja anfangs fast auch gezeigt, was danach passiert. Also alles kann passieren. Aber das, glaube ich, klar, das war eine andere Rolle als die letzten 4-5 Spiele auf jeden Fall. Aber das haben wir uns auch erarbeiten wollen, diese Rollen auch annehmen und so weiter. Und man muss damit umgehen können. Aber ob es da war, schwer zu sagen, ich glaube es nicht. War das ein Problem vielleicht sogar, dass ihr so gut ins Spiel gekommen seid, dass jeder gedacht hat, naja, es läuft wieder, der Motor läuft weiter wie in Stuttgart, man kann sich vielleicht ein bisschen zurücklehnen und das hat eben nicht funktioniert? Ich glaube eher an solche Sachen, weil das haben wir, wie gesagt, die letzten Spiele, diese Phasen sehr oft gehabt und dann immer zum Schluss rausgekommen. Aber wir schaffen das nicht, wenn eine oder zwei nicht alles oder optimal spielen oder 3 oder 4, sondern wir müssen das als Mannschaft. Und viele haben vielleicht geglaubt, ja, das läuft immer. Und wenn man dann diese Prozente fehlt, dann ist es schwer als Mannschaft. Dode habt ihr ganz gut im Griff gehabt, Rambo gar nicht. Eigentlich hat euch da ein bisschen Pavel auch gefehlt, vielleicht in dieser Situation in der Deckung? Ja, heute war Pavel nicht da, brauchen wir nicht drüber reden. Klar, er ist ein super Abwehrspieler für uns auf diese Position. Da haben wir Spiel, aber wie gesagt, Spieler fällt aus auf irgendeinen Grund und das muss man Lösungen finden und das haben wir heute nicht gemacht. Ne? Darüber brauchen wir nicht zu reden. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Herr Carstens, Ihr Kollege hatte im Vorfeld des Spiels vor Ihrem Rückraum gewarnt, ist auch prompt eingetreten. Waren Sie dann darauf vorbereitet, dass die Erlangen in der zweiten Halbzeit offensiver decken? Da sind Sie ja im Grunde erst dann über den Kreis dann oder haben das ausgehebelt über den Kreis? Ja, das ist ein Teil der Wahrheit. Ich würde so sagen, der war auch in der ersten Halbzeit schon frei, aber wir haben ihn nicht gesehen.
Also ich glaube, also ich habe es zumindest so gesehen, Erlangen verteidigt normalerweise sehr kompakt und ist eigentlich sehr gut gegen das Kreisspiel. Aber für meine Begriffe war auch in der ersten Halbzeit schon viele Momente da, wo man den Ball hätte durchstecken können. Und das haben wir in der Halbzeit nochmal besprochen und das hat Magnus Kühlerhut natürlich heute vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, aber auch eigentlich in der ersten schon, da waren schon viele gute Momente dabei. Also er hat seinen Job da sehr gut gemacht und in der zweiten Halbzeit konnten wir dann auch davon profitieren. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann wünsche ich unseren Gästen einen guten Nachhauseweg und am kommenden Samstag werden dann über 650 Erlanger in Coburg erwartet. Vielen Dank. Tschüss.